herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nochmal ein Unboxing und zwar von der Firma Up2DIY. Ich durfte mir ein Bild aussuchen und ich habe mich für eins entschieden, was relativ groß ist, aber ja, ich hatte Lust drauf. Ich mache es mal auf, mal gucken, ob man es erkennen kann. Oh ja. Oh ja. Ups. So. Und wie ihr sehen könnt, die Skyline New York mit den alten Türmen. Genau, also es ist wirklich riesig groß. Es ist auch so ein bisschen in, ich will jetzt nicht sagen Neon-Look dargestellt, aber ich weiß nicht, ob ihr es hier oben erkennen könnt. Oh, Kamera, stell dich scharf, bitte. Will nicht. Hm, schade. Ich kann euch das Bild ja nochmal einblenden. Das ganze Bild ist 100x50. Also es ist ziemlich lang. Es passt auch nicht auf einer auf einem Bild jetzt drauf. Es sind nur 24 Farben. Deswegen bin ich gespannt, wie es wirkt. Und wir testen den Kleber. Der Kleber ist wie immer runde Steine. Und richtig coole Farben. Die Farben sind hier. Werde ich euch wie immer auch zeigen. Übrigens haben wir hier aufgrund der Größe zwei Toolkits. Einmal mit grünen Schiffchen, Stift und zweimal Wachspads in groß. Das ist ganz gut. Und das sind die Steine, die ich euch jetzt auch zeigen werde. Wo ist denn hier die 1? Mit der 1 möchte ich gern anfangen. Genau. Ich glaube, die Farben sind ganz cool. Also bisher ist jetzt viel grau und schwarz, aber es ist auch viel hell und knallig. Schöne Abwechslung. Und viele verschiedene Töne, das gefällt mir auch gut. Also viele verschiedene Blau, Grau, Schwarz, wie auch immer, Töne. Hier haben wir die Schwarz. Schwarz gibt es en masse. Und ist auch eine coole Farbe, da hat sich was verirrt. Boah, das leuchtet richtig. Krass. Ist auch nochmal irgendwie so ein Schwarzton. Ach ja, ist sogar schwarz. Ich verstehe nicht, warum. Das verstehe ich jetzt nicht. 17. 310. Dann haben die sich hier vertan. Und was soll die 11 da sein? 823. Ach, da steht überall 310. Oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war mein Fehler. Okay, gut. Ich habe gedacht, das wäre schwarz. Alles gut, alles gut. Ich sehe hier, dass hier überall 310 steht. Mein Fehler. Ich dachte schon, hier wäre ein Fehler da. Warum zweimal schwarz in verschiedenen Nummern? Die Farben sind echt cool, die pinken. Echt schön. Und jetzt kommen richtig tolle Farben. Boah, die finde ich mega gut. Guck mal. Richtig schön. Ja, mega. Mega. Ja, ihr Lieben. Das Bild werde ich jetzt erstmal noch nicht painten, denn ich habe noch ganz viele andere Projekte. Ich habe ja zwei fertig gemacht und fertiggestellt. Y310 ist übrigens die Nummer des Bildes hier. So ist die Bildbezeichnung. Und das Bild ist sehr groß. Ich sitze jetzt aktuell an Diamond Painting Deutschland, an dem Schloss Neuschwanstein dran.
Und dann habe ich noch ganz viele andere angefangene Projekte, die ich eigentlich wirklich erstmal beenden möchte, bevor ich jetzt hier weitermache. Genau, und deswegen nimmt mir das nicht übel. Das kommt natürlich auf jeden Fall, aber das wird erstmal seine Zeit brauchen. Deswegen, aber ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf, das zu painten. Besonders klarrunde Steine gehen immer einfach, aber die Farben gefallen mir auch richtig und das Motiv. Richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist, ob es wirkt in dieser Größe, weil 100 ist natürlich breit, aber also lang. Wir haben aber natürlich diese Tiefe nicht so groß. Deswegen mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, das kleine Unboxing-Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Und einen schönen Tag noch. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.